So. Willkommen zurück zu Borderlands. Das war diese blöde Quest, glaube ich, ne? Und mit den brennenden Viechern. Möglich. Mal gucken, welche Quest das ist. Ja, wir könnten die nehmen. Sir Hammerdog wollte, dass du ein paar Varkids in Tundra Express aufstöberst, die dazu bringst, sich zu verwandeln und dann eine spezielle Serum in ihre Kokons initiierst, damit ihre Verwandlungsfähigkeit studieren kann. Hatten wir es nicht geschafft? Wir sind, glaube ich, draufgegangen hier, ne? Wir haben es, glaube ich, nicht ganz zu Ende geschafft. Da sind Viecher. Ups, falscher Knopf. Elf. Elf. Soll ich mal zurückschießen? Was ist das denn? Killer mal, oder? Gebt der Konklave nach. Was schießt denn da? Ach da. Oh, hat mich erschossen. Ist der Böse. Das schaue ich mir mal genauer an. Fadenkreuz, Baby. Ah, die Waffe. Die ist ein bisschen gesprächig. Mal Oh, sehen, cool. was es da zu sehen gibt. Runner Skin. Vergrößern. Sind denn die Viecher? Da oben waren auch noch welche, ne? Ja, ich glaube ja. Wie war es mit Feuer? Sollen wir die, glaube ich, mutieren oder so? Kann das sein? Ja, deswegen habe ich eine Feuerwaffe, aber. Schalt ihn aus! Die wollen irgendwie nicht mutieren. Schalt sie aus! Ja, viel Spaß. Puh. Damit kannst du dich töten. Ich hab's noch drauf. Sehen wir uns das näher an. Fadenkreuz, Baby. Oh, das war ein Crit.
Oh. Adios. Verstehe die Quest gerade nicht. Ich auch nicht. Oh. Bett. Spielzeug. Oh, weg hier. Au. Ich ziehe noch nicht mal mit dem Ding. Ich sorge nur dafür, dass die in dem Faden, im Fadenkreuz sind. Finde das Waffenversteck des toten Banditen. Es hat zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich zu umzulegen und das gleich zweimal, aber das muss man ihm lassen. Er geht strategisch vor. Du Arsch. Wie gerade einfach, hat einfach nur gesagt, du Arsch. Gute Entscheidung. Mir geht die Sniper mal wieder aus. Masse-Extraktor. Ja, ne? Mal sehen, was es da zu sehen gibt. Scram. Hm. Ja. Gerade eine Hand. Kommt man irgendwie rein? Oh, wir haben ein Ranch-Teil entdeckt hier. Ja. Waffenwechsel. Da muss man einfach nur Zeit lassen, dann können sie mutieren. Dann muss man sie spritzen hier. Oh shit. Alter, was greifen wir da die ganze Zeit an? So, von der anderen Seite. So, einen haben wir. Ja, jetzt habe ich gesehen, da sind ganz viele Eier gewesen. Die konnte man spritzen. Und dann sind sie mutiert. Aber ich war nicht schnell genug, um mehr als einen zu erwischen. Mhm. Oh. Mhm. Wenn es rot blinkt, nicht hingehen, bitte. Was ist tot? Ich geh nicht ins Wasser. Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Hm. So macht man das.
Du schießt zweimal drauf und ich einmal. Boom. Ja, der wäre schon noch explodiert, oder? Man kann da rein. Ui. Wo gehen wir lang? Wir könnten weiter außen rumlaufen oder da jetzt reinlaufen. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Da ist irgendwer Tiny Tina. Ist aber nicht rot. Ein Workshop. Rund um diese Arktispflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Okay. Das war eine Verwandte von mir. Der Bandit. World Deadliest 13 Year Old, okay. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Nee, Mann, hab keinen Job für dich. Ich laufe, laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Ich hab nix. Ich hab nichts für dich. Das hier ist Muschis Knuckleballs und das ist Felicia Sexopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabobabums und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Was labert die? Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Keine Gewährleistung. Sniper Moon. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Princess Fluffy Butt. Lady Tina of Blow Up Your Faceheim. What the fuck? Sir Reginald von Bartlesby. Und Evil Bastard That Killed My Parents. So, wohin? Sagen wir, laufen hier nochmal rum und hoffen, dass wir weitere Viecher finden. Don. Mist, ich glaube, wir sind zu spät. Wow. Ne, hier. Ja, ich sehe. Ach, ich muss mal gerade nachladen. Ja,
länger wartest, dann ist das zu lang. Necromancer, ja. Immer auf Assault-Reife. Wenn das so weitergeht, wechsle ich darauf. Nee, muss man sicher. Ey. Okay. Oh, wenn wir noch ein Stück weiter in die Richtung gehen, dann müsste da noch mehr sein. Piss off. Steht da einfach mal so. Also auf Deutsch heißt das verpiss dich. Schalt ihn aus. Hier, ausgewachsener Pott. Ich hab einen. Ja, ich hab noch einen. Das ist gut. Dann haben wir mehr von den Viechern. Einer mutiert oder was? Bin ich gut. Was? Bei nicht zwei. Na, nur einer wahrscheinlich mutiert, ja. Hey, ich hab aber E gedrückt, warum ist er nicht mutiert? Achso, muss man E drücken. Ja, du musst da die initiieren. Weil die nicht funktioniert. Das tut weh. Da ist einer mutiert. Hm, ich hab's. Oh, weg hier. Die ist mutiert. Shit. Geh drauf. Ja, ich auch. Ja, warum? Wir sollten uns um einen konzentrieren, nicht um drei. Meiner war zuerst. Okay, ich komm zu dir. Die Banditen machen auch mit, sehr schön. Her. Scheiße, ey. Okay, ich lieg leider. Aber wir haben einen von hier. Ah, shit, ey. Ich hab's. Was für ein Fail, ey. Aber ich hab das eingesammelt, was wir haben sollten. Immerhin, aber wir brauchen ja noch einen. Ja, hab ich. Ich bin auch in der Nähe von dir. Ich bin ein Überlebenskünstler, was das angeht. Ah, ich hab gleich keinen Mund mehr. Eigentlich ist ja irgendwo. Ja, da. Muss doch irgendwo ihr Autos geben, oder nicht? Ich kann mich gerade nicht um Autos kümmern, ich muss fliehen. Ich brauche mal eben eine andere Waffe. Okay, zwei weniger. Alter. Nummer 5 lebt! Alter.
Wird ihm weggelasert. Ja, ich bin nicht gestorben. Du dreimal. Wer hat das Frontschwein hier? Das war schon knapp, auch bei mir. Da würde ich nicht reingehen. Wohl, mach mal. Gut, dann mache ich das. Okay, ich seh, wo ist... Ich sehe schon, wo es hingeht. Da ganz hinten. Kriege ich es jetzt fest. Na toll. Ich bin drin. Ah, okay. Geld. Geld. Eine Pistole. Kriegen wir irgendwie zu viel von mittlerweile. Geld. Geld. Ich hab schon 7000. Geld. Moon. Sollte hier nicht irgendwie... Ach da, warte mal, ich hab's. Müsste jetzt aus sein. Jo. Munition. Und hier ist ein Weg nach unten. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, hier geht's nach oben. Gut. Dann geht's beim nächsten Mal weiter.